willkommen zum zweiten Servertest. Und zwar live auf German heute. Ja, ich höre gerade schon die Musik im Hintergrund. Wir akzeptieren die Regeln hier mit. Okay, gut. Ja, registrieren wir uns einmal. Zack. Gut, dann locken wir uns bis unser Passwort ein. So. Ich bin männlich. Alter. Also wir überspringen das Tutorial jetzt mal. Wir sind von niemandem geworden worden. Wir nehmen den. So, also das hier finde ich schon mal sehr gut gemacht. Also man spawnt hier auf einem Schiff und es wird schon mal... Okay, jetzt muss man den Weg raussuchen, scheint mir so. Egal, das machen wir jetzt einfach mal. Also ich finde schon mal sehr gut. Ist mal was anderes, nicht nur immer so wie jeder andere Real-Life-Server. Wie soll ich das erklären? Bei jedem anderen Real-Life-Server muss man halt eben... Naja, da startet man ganz normal und nicht wie hier. So, jetzt gehen wir hier. Benutze N. Gut. Und schon wieder eine rote Marke. Kommen wir mal zu dem nächsten Marke. Also das ist sehr gut gemacht. Ja, jetzt steht ja auch schon, willkommen in Los Santos. Super gemacht hier, dieses mit dem... Ja, allein schon das Spawn ist mal was ganz anderes, nicht nur immer das Gleiche. So. Wir kommen in den USA. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das hier sein soll. Aber das ist schon mal gut, denn somit können wir uns schon mal an den Support wenden. Report. Gut, also das Report-System ist schon mal super, 1A. Dafür habt ihr von mir schon mal 10 von 10 Punkten. Alleine für das Report-System. Also, super Server, auch das Report-System. Okay, wir schreiben Zack. Okay, derzeit sind nur Admin/Supporter verfügbar. Also Spieler, versucht mir schon mal zu helfen hier, weil kein Supporter nicht online ist.
Ah. Ja, ich würde schon mal sagen, die zwei, also den hier kenne ich nicht. Aber der eine hat mir geholfen, dass ich dort rauskomme und finde ich schon mal super. Auch von der Nettigkeit von dem einen Spieler jetzt erstmal finde ich super. Also egal, wir machen jetzt einmal weiter. Leertaste, zack. Gut. Hier rein. Slash an. So, und wieder haben wir hier auf der Karte eine Marke. Fahren wir jetzt direkt hin. Also wie gesagt, nochmal zurück, dass wir nochmal zurückkommen mit den Spielern hier. Also ich finde schon mal super, dass die Spieler jetzt schon mal hier geholfen haben. Somit haben wir uns schon wieder einen Report gespart, aber ich habe ihn halt trotzdem gemacht. Weil wir halt auch sehen wollten, wie dieser Report, oder ihr wollt bestimmt auch sehen, wie das Report-System hier gemacht ist. Aber egal. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Spawn. Also, es wird alles beschrieben mit Markern auf der Karte, was man machen muss. Finde ich auch schon mal top. Dafür bekommt ihr schon mal 6 von 10 Punkten von mir. Also, der Server bekommt 6 von 10 Punkten von mir. Auch alleine schon. Ob das hier, was sie hier gemacht haben mit dem Anfang oder für die Neulinge, es ist Real Life tauglich, was man hier gemacht hat. Es ist Real Life tauglich, da man auf einem Boot spawnt und man muss praktisch ein Auto irgendwo jetzt hinfahren, mitten in dem Wald. Irgendwie ein Italiener meinte, man muss das Auto hier hinfahren. Das machen wir auch direkt. So, jetzt müssen wir zum nächsten Punkt fahren. Also finde ich schon mal top gemacht hier. Mal sehen, wie es weitergeht. Also, mir gefällt schon mal. Gut, jetzt müssen wir hier runter. Oh, da bin ich falsch gefahren. Das war jetzt mein Fehler. Momentan sind 7 Spieler um und es ist in der Früh. Also, ja. Bei mir ist es 9 Uhr 9. Was mir aufgefallen ist, hier gibt es keine Uhr. Das finde ich ziemlich schade. Oh, jetzt hat es mich einmal gedreht. Boom. Oh, man sollte hier nicht so schnell runterfahren, Leute. Also. Mal sehen, wo uns das hier noch hinführt. Mal gespannt. Also, ich werde schon mal lustig gemacht hier. Banner in die Hose gegangen hier. Ah, jetzt kommen wir schon langsam mal zu einem kleinen Dorf. Ach, zu einer Garage. Ah, da bist du ja endlich. Und schon hast du also erfüllt. Nun gut, damit du einen Perso erhältst, geh zum alten Sack hier im Dorf. Der stellt dir einen aus. Gut. Dann gehen wir mal zum alten Sack.
Na, wo ist der denn, der alte Sack? Ha, hier hat er sich versteckt, dann gehen wir mal hier hin. Alter Herr, jetzt haben sie ihn mit älteren Herr geschrieben. Ein neuer Klient, das ist immer gut. Du heißt doch Razor, richtig, Freizeichen. Einen Moment. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, da haben wir ihn doch. Hier bitte, nehme den Perso. Er kostet euch nichts für dein. Er kostet auch nichts für deine Dienste. Welche Dienste? Na, das gestohlene Auto, was du hierher gebracht hast. Nicht jeder hat den Mumm dazu, Kleiner. Mission erfolgreich abgeschlossen. Also, der Anfang schon mal 1A. Und wie geht's jetzt weiter? Müssen wir jetzt nochmal mit dem Italiener sprechen? Nein. Ich vermute, man kann jetzt hier auch mit dem Auto fahren. Slash Scheine. Der Tank ist leer. Mal schauen, ob man hier wieder rauskommt. Jawohl. Hier steht ein Auto, perfekt. Mal schauen, ob man mit dem fahren kann. Auch der Tank leer. Schade. Okay, ich glaube, hier vorne habe ich was gesehen. Man kann dort direkt mit einem Fahrrad weiterfahren. Ja, mit einem Roller. Perfekt. Auch sehr gut gemacht. Also ist alles nicht weit entfernt. So, was haben wir denn hier? Kontostand ist 1000. Die holen wir uns doch direkt mal. Abheben. Oh, hier gibt es sogar eine Animation. Das ist doch gut. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Geld auf der Hand. Oh, was war das? Auch mal was Neues. Wir haben ja praktisch eine komplett neue Straße gemappt. So, gehen wir mal gleich helfen. Wir müssen mal. Dürfen Sie schlafen, Toilette, waschen. Okay. Sieht mir nach dem Job Busfahrer aus.